Servus und hallo, liebe Orchideenfreundinnen und Orchideenfreunde. Es ist endlich soweit. Die Bulbophyllum longissimum ist am Blühen. Wir gehen mal ganz kurz hier rüber und dann kann man sich die Blüte viel besser anschauen. Seht ihr mal, wie groß und wie lang die Blüte ist? Das ist richtig toll. Also die hat locker mal 20 cm Länge. Und jetzt kann man sich vorstellen, die ist jetzt aktuell nur mit einem Blütentrieb am Blühen, wie das ausschauen wird, wenn hier richtig viele Blütentriebe mal dran sein werden. Das wird allerdings noch ein bisschen Zeit benötigen. Und daher werden wir uns ein bisschen gedulden müssen, bis wir dann diese schöne Orchidee mit noch mehr Blüten zu Gesicht bekommen. So, und jetzt seht ihr auch das Typische für Bulbophyllum. Vielleicht kann man es sehen. Die Lippe wackelt. Kann man es sehen? Ich weiß es nicht. Ist nicht so einfach. Doch, vielleicht hat man sie gesehen. Das ist eine ganz typische Sache, dass diese Lippe von den Blüten so schaukelt. So, weitere Bulbophyllum-Blüten sind aktuell nicht in Sicht. Ich sehe aber immer wieder Neutriebe, also da hinten sieht man welche. Und ich habe euch in den letzten Videos auch schon gezeigt, dass überall irgendwie Neutriebe sind. Hier sind auch nochmal welche. Das bedeutet, in Verbindung mit Neutrieben ist die Wahrscheinlichkeit auf Blüten natürlich sehr, sehr groß. Ich habe euch im letzten Video die Phalaenopsis bastiani gezeigt. Die ist hier immer noch richtig schön am Blühen. Und die steht ja von Anfang an in Kolumi. Und hier macht sie sogar noch... Ah nee, das ist eine Wurzel. Ich wollte gerade sagen, die macht hier nochmal einen Blütentrieb. Die hat ja hier zwei Blütentriebe und das ist schon mal eine sehr gute Sache. Die anderen Orchideen hier hinten, die brauchen noch ein bisschen. Da habe ich jetzt noch keinen Blütentrieb entdecken können. Hier und da schmeißen die natürlich die alten Blätter ab. Das ist ganz normal. Solange es nicht die neuen Blätter sind, ist das gar nicht so dramatisch. So trockene Blätter macht man einfach ab, dass hier nichts fault. Jetzt gehen wir eine Etage tiefer. Die Double Shot ist nach wie vor am Blühen. Also ich muss euch sagen, das ist eine von den Orchideen, wo ich sagen muss, die gefallen mir richtig schön, die Blüten. Jetzt nicht unbedingt wegen dem Pink, aber ich finde dieses Getigerte und diese knallige Farbe durchaus ziemlich cool. Ja, Restrepia. Immer wieder werde ich gefragt, was ist denn mit den Restrepia-Orchideen los? Die wachsen. Anders hätte ich es mir auch nicht vorgestellt oder hätte ich auch gar keine andere Vorstellung gehabt, dass es überhaupt irgendwie anders sein könnte. Ihr seht, hier sind zwei neue Triebe. Bei der Pflanze sind neue Triebe. Ich wurde sogar bei dem Video, wo ich die Orchideen umgetopft habe, ganz intensiv darum gebeten, ich solle sie doch nicht umtopfen, weil da, wo sie sich gerade befinden, fühlen sich so super wohl. Schaut mal, die Pflanze ist noch im Originaltöpfchen. Ich habe da noch so ein paar. Kann man jetzt vergleichen, die macht jetzt gar keine neue Triebe. Jetzt kann man sagen, naja, eine Pflanze ist jetzt nicht unbedingt die Wahnsinnsreferenz, aber die zweite Pflanze macht auch keine neue Triebe, sondern hier bei Kolumi, da ist ein Neutrieb, da ist ein Neutrieb. Hier hinten sind Neutriebe. Alle Pflanzen, alle Restrepien, die hier in Kolumi wachsen, machen Neutriebe. Und das ist eigentlich ganz cool, weil das ist genau das, was ich euch eben damit beweisen wollte. Jetzt sehen wir hier die Restrepia, die im letzten Video geblüht hat. Die macht ja auch Neutriebe. Da sind so ein paar die Reifen noch aus. Die stehen aktuell hier hinten ein bisschen trockener. Hier vorne ist mehr Wasser. Das liegt einfach daran, weil das Regal, in dem die Pflanzen stehen, nicht ganz gerade ist. Hier bei dieser Pflanze, die ich auch schon länger in Kolumi habe, mindestens genauso lang wie die große Pflanze hier, das ist hier nämlich die Morii, da entwickelt sich auch ein Neutrieb. Ihr seht, hier ist alles am Wachsen. Jetzt gucken wir mal noch zu einem anderen Thema. Doch bevor ich zum anderen Thema gehe, ihr seht hier, die Manii ist auch immer noch am Blühen, intensiv am Blühen, fast ununterbrochen am Blühen und das ist richtig cool. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich eigentlich thematisieren wollte. Ihr wisst, letztes Jahr habe ich, und nee, ich habe sogar schon vor 2 Jahren damit angefangen, Cattleya-Orchideen in Tontöpfen zu kultivieren. Hier steht ihr die Pflanzen, hier seht ihr die Pflanzen, die ich in Kolumi getopft habe. Bei manchen Pflanzen, da musst du einfach damit leben, dass die einfach die Überwinterung einfach nicht verkraften. Warum auch immer, vielleicht zu früh gegossen, vielleicht zu feucht gehalten, vielleicht hat es mit der Raumtemperatur nicht so gepasst. Die Pflanzen, genauso wie die Pflanzen, die kommen jetzt auch die nächsten Tage, weil es deutlich wärmer wird, raus auf die Terrasse und werden so kultiviert wie die letzten Jahre auch. Dementsprechend dürften die sich auch richtig gut weiterentwickeln. Und ihr wisst,
dass ich mir vor nicht allzu langer Zeit noch weitere Orchideen gekauft habe. Die machen jetzt hier auch schön Neutriebe und die werde ich in den nächsten Tagen alle in Kolomi einpflanzen. Die stehen hier noch in ihren Originaltöpfchen. Das sind alles überwiegend Moostöpfchen und dann mache ich das Moos weg, die Pflanzen treiben frisch aus und dann habe ich die neue Kultur für dieses Jahr 2024. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen mehr mittelamerikanische, südamerikanische Pflanzen machen und da ist halt die Cattleya prädestiniert dafür und alles, was eben in diese Kategorie eingerechnet wird und die Pflanzen werden jetzt demnächst dann frisch getopft in Kolomi und dann kommen sie auch raus und dürfen sich des Lebens freuen. Ja, das war das Update zu den Orchideen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, gerne hier in die Kommentare. Es wird jetzt demnächst mehr Videos geben, weil man kann jetzt endlich auch draußen wieder Videos machen. Und das ist viel schöner als hier drin. Bis dahin und tschüss. Und noch als kleines Schlussvideo. Ich weiß, es hat nichts mit Orchideen zu tun, so eine Monstera. Ihr seht, die hat jetzt ein richtig schönes Blatt gebildet mit typisch diesem Fensterblatt. Und ihr seht, die steht ja auch in Kolomi. Und ihr seht hier, wie kräftig die hier durchgewurzelt ist, das heißt Monstera in Glasgefäß mit Kolomi funktioniert auf jeden Fall. Ist das nicht cool? Das ist doch cool.